Ja, wunderschönen guten Morgen. Ihr seht schon daran, wie ich angezogen bin, dass wir heute keine Fahrt in der Sonne werden. Der ganze Tag ist Gewitter angesagt und ich muss heute ca. ich glaube 68 Kilometer mit einer gehörigen Steigung, so ziemlich im ersten Drittel. Ich nehme euch trotzdem mit, ne? Marco, vielleicht kommt die Sonne ja doch raus, ne? Kann ja alles sein. Wetterbericht ist nicht immer richtig. Los geht's. Hi, ich melde mich mal eben von unterwegs, weil mir ist nämlich was aufgefallen. Und zwar 79% von euch gucken die Videos, ohne ein Abo dazulassen. Boah, es wäre echt toll, wenn ihr das jetzt mal, gerade jetzt mal eben kurz nachholen könntet. Wäre doch gelacht, wenn wir die 1000 nicht voll kriegen. Ich danke euch und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. So, jetzt erstmal schleunigst auf Juliana raus. Das ist doch eine kleine Ecke. Ich glaube, wir haben es jetzt 8:30, das Viertel vor 9. Aber heute nützt mir das frühe Losfahren wahrscheinlich nichts. Mit Sicherheit muss ich mich heute 10-mal unterstellen, wenn ich es denn kann. Weil hier kommt auch wirklich Platzregen runter. War jetzt heute Morgen schon 3-mal. Ja, ich hoffe, dass ich davon verschont bleibe. Das ist ein schönes Gebäude. Hochsicherheitstrakt. Ah, das ist die amerikanische Botschaft. So, ich bin jetzt fast aus Juliana raus. Im Moment ist hier alles ein bisschen grün, grau durch den Regen. Aber ich glaube, dieses Flüsschen ist auch so nicht wirklich glasklar. Da hinten seht ihr Wolkenberge. Ich fahre jetzt, glaube ich, erst ins schlechte Wetter rein. So, rechts neben mir befindet sich jetzt gerade der Fluss, den ich euch gerade gezeigt habe. Es geht jetzt ein bisschen durchs Grüne. Ich weiß nicht, ob ich komplett aus Juliana raus bin. Ich mal eben ein bisschen reinzoomen, rauszoomen. Ja, ich glaube schon. Ne? Jetzt geht es nur noch durch so kleine Vorarl. Und redet wie, also quasi ohne Punkt und Komma. Ja, Baustelle. Ich weiß nicht, ob ich da vorbeikomme. Und bis der Radweg links abgeht, das dauert noch eine Ecke. Kann sein, dass ich jetzt alles zurückfahren muss. Oh Mann. Das ist nicht nötig. No way. Das wird jetzt nicht witzig. Ich muss mich erstmal weiter orientieren. Ja, Ikumut, ich weiß. Ja, nützt mir auch nichts, wenn ich auf die Karte gucke. Ja, wir fahren das Stück erstmal zurück. Und da die komischen Nebenstrecken hier ja auch ziemlich gut sind, kann es sein, dass ich noch auf einem Weg auf den anderen Radweg komme. Und dann einfach weiterkomme. Wenn ich Glück habe, geht hier gleich irgendwo ein Weg rechts rein. Ist hier eingezeichnet wie so eine Art Trampelfahrt. I don't know, wir werden sehen. Ja, diese Straße hier, ja, könnte ich auch fahren, aber die führt leider in eine völlig andere Richtung. Du musst quasi da lang. Seht ihr das Schild da? Okay. Schlauer bin ich. Das heißt nämlich, außer für Anwohner,
Also es wird jetzt schon wieder richtig abenteuerlich, wie ich da wieder hinkomme. Habe ich mir mal wieder eine richtig tolle Strecke ausgesucht. Ich wage es mal. Boah, was hängt das da hinten dunkel? Ah, ich merke schon, das wird ein richtig toller Tag heute. Boah, das Dunkle da hinten macht mir ein bisschen Angst. Jetzt bin ich wieder auf dem offiziellen Radweg, der halt parallel zu der Straße verläuft. Ich muss da mal schauen, wie ich wieder auf die Straße zurückkomme. Ja, hat mich natürlich voll erwischt. Gott sei Dank ist das Gewitter ganz schnell weggezogen. Also ganz kurz über mir. Ja, das wird heute wieder kein Spaß, ne? Hier noch 55 Kilometer. Ja, ob ich die überstehe, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich wieder auf meine Tour komme. Durch die Baustelle bin ich wirklich mindestens 4 oder 5 Kilometer umgefahren. Ja, da hinten sieht man noch das abziehende Gewitter. Ab und zu sieht man noch ein paar Blitze. Ja, da vorne im Kreisverkehr links muss ich weiter. Und in Anbetracht dessen, dass wahrscheinlich jetzt nichts mehr kommt, wo ich mich unterstellen kann, mache ich hier nochmal eine kleine Pause. Ja, hat mir wieder das beste Wetter ausgesucht, ne? Und das Schlimme ist, was heißt das Schlimme? Es kommt jetzt halt nichts, ne? Die nächsten 10 Kilometer. Außer Wald und Hügel und Steigungen. Naja, wir werden sehen, ne? Ich bin mal zuversichtlich. So, ich bin jetzt auf meiner Tour angekommen. Da war echt die komplette Straße gesperrt, die ich geplant hatte. Und jetzt geht's in die Berge und da, ihr seht, da vorne hängt alles zu Eich. Ein bisschen Regen habe ich ja nichts gegen, aber so diese Gewitter, da habe ich Angst vor. Mittlerweile. Und jetzt geht's auch direkt hoch. Oh mein Gott. Vollgewinnbeck 850 Meter. Oh Mann. Aber der Anblick ist schon geil. Das ist eine traumhafte Strecke. Aber es fängt jetzt wieder an zu regnen. Und ich habe hier so einen kleinen Unterschlupf. Und da warte ich jetzt mal 10 Minuten, bis es wieder aufhört. Ich hoffe, dass es aufhört. Ja, zwischendurch wird es mal immer wieder ein bisschen heller. Aber das hält irgendwie nie lange. Dann fängt es wieder an zu donnern. Abwärts durch Regen und Sonne. Was für eine Kombination. Ah, supi. Okay. Handy in die Tasche. Na, das wird ja jetzt was. Okay, Augen zu und durch. Wenn ich Glück habe, kommt was zum Unterstellen. Ganz wichtig ist, dass es jetzt nicht anfängt zu hageln.
mal da. Ah, yeah. Ah, okay. Ich stehe trocken. Manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Boah, was für ein Wolkenbruch. Mein Gott. Aber ich bin nicht froh, dass ich hier diesen wunderschönen Unterstand gefunden habe. Da kann ich mich jetzt ein bisschen hinsetzen und warte einfach, bis der Mist vorbei ist. So, ich probiere mal weiterzufahren. Bis zur nächsten Unterstellmöglichkeit. Geht gerade abwärts. Immer noch. Musste mir jetzt auch die Fließjacke anziehen, weil es war jetzt gerade richtig kalt. Und ich bin heute auch froh, wenn ich da bin. Ich glaube, morgen wird das Wetter wieder besser. Ja, im Moment kann ich es einfach nur rollen lassen. Ab und zu ein bisschen bremsen. Leichtes Gefälle, richtig schön. Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde, könnte ich mein Glück kaum fassen. Oh, auch hier Sturmschäden. Ich bin ja schon froh, dass es kein Dauerregen ist, sondern immer nur so kurze Schauer. Ja, guck mal, wie die Wolken da tief hängen, ey, mein Gott. Boah, wenn die Sonne da ist, fange ich direkt an zu schwitzen, ne, in der Fließjacke. Oh, es ist schön, aber die Hände werden endlich wieder warm. Ja, schraub mich jetzt richtig schön Kilometer um Kilometer nach unten. Na, das ist jetzt mal eine Abfahrt, die mir gefällt. Auf einer komplett neuen Straße. Richtig schön runter. Bin schon wieder falsch. Leck mich doch nach Viersch, ey. Hier ist aber keine Straße. Ja, liebe Leute. Okay. Hier ist kein Weg. Ich soll jetzt hier runter. Auf den Schotterweg da unten. Okay. Dann mache ich das. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Akku hinkomme heute. Nur noch 2 Balken von 5. Also die Steigungen haben jetzt ganze Akku leer gefressen quasi. So, herzlich willkommen in Jernica. Ein Flüsschen, die Czernicica. Ja, einmal komplett braun vom ganzen Regen. Schade. Denkt man, normalerweise hat er eine andere Farbe. Aber ich weiß es halt nicht. Ne? Ich habe gelernt, braune Flüsse in den Bergen hat nicht hat, sondern sind braun, wenn es ziemlich heftig geregnet hat und der Schlamm aufgefüllt ist. Okay, weiter geht's.
Wow, was für ein Radfahrweg. Cool. Aber hier könnt ihr wieder bis ins Nirgendwo gucken. Ja, guck mal, da bin ich wieder durchgefahren. Das ist so im Nachhinein immer so. Wow. Habe ich geschafft. Dann kann man auch mal ein bisschen stolz auf sich sein. So, Akku gewechselt. Und jetzt geht es gleich quasi über einen See. Aber der See ist im Sommer meistens nicht da. Es sei denn, er ist ja regenreich, was er ja gerade irgendwie ist. Ich bin mal gespannt. Geht so mitten durch. Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ne? Es wird gleich, also auf der Karte ist es blau. Ob es hier gleich blau wird, werden wir sehen. Und da geht's lang und fahren geradewegs drauf zu. Ja, also wie man sieht, null Wasser. Ganz hinten, ganz hinten, sind ein paar Tümpel. Ja, aber sonst nichts. Hätte ja sein können. Okay, wir fahren einfach bis zum Ende und dann geht's weiter. Na, guck mal, hier habe ich ein bisschen Wasser entdeckt. Ja, ist halt nur ganz vereinzelt. Und im Winter soll das hier komplett unter Wasser stehen, das ganze Gebiet. Ja, ist schon interessant. Das zieht sich bis hinten durch. Aber ich glaube, so im Sommer wird das als Weideland gebraucht. Oder da wird irgendwas angebaut. Ja, jetzt bin ich wieder auf einem Schotterweg gelandet. Ich hoffe, dass der jetzt so bleibt, wie der ist und nicht schlimmer wird. Da bin ich aber froh, dass ich da an der Seite vorbeikomme. Ja, ich melde mich jetzt mal wieder aus dem Schnitt und habe dann festgestellt, dass ja, die letzten quasi 15 Kilometer kein Ton mehr vorhanden ist, weil ich mal wieder viel zu lange gebraucht habe und die Funkstrecke ja, halt aufgegeben hat. Von diesen 15 Kilometern gingen dann 10 Kilometer wirklich durch diesen wunderschönen Wald. Gar keine Frage, dass der schön ist, aber ich habe mir da echt Filme gefahren. Vor allen Dingen hatte ich ein bisschen Angst vor Bären. Absoluter Quatsch, aber trotzdem. Man weiß halt, dass es sie gibt. Und ich habe kurz bevor ich in diesen Wald gefahren bin, festgestellt, dass ich mein Multitool gar nicht dabei habe. Ja, und da war die Panik von der Panne schon ein bisschen größer, ne? Weil da wieder mal weit und breit kein Mensch war. Guck mal, ich bin gerade an einer ganz tollen Schlucht angekommen. Ja, dafür lohnen sich dann solche Wege wieder, ne? Auf geht's, die letzten 8 Kilometer. Ja, und nach diesen besagten 8 Kilometern bin ich dann endlich an der Straße angekommen. Ja, und dann war der Weg bis zum Hotel auch überhaupt nicht mehr weit. Das seht ihr hier auf der linken Seite. Das sieht zwar so ein bisschen schrubbelig aus, aber es hatte echt wunderschöne, riesengroße Zimmer.
Hauptsache, ich bin am Hotel angekommen. Und ja, schon geduscht, schon gegessen, schon ein bisschen durch die Postonia gefahren. Aber es ist jetzt nicht wirklich so sehenswert, als dass ich euch hätte mitnehmen können, wollen, sollen. Ich wollte euch mitnehmen, aber ich habe die Kamera vergessen. Passiert. Ja, die Tour heute war für mich super anstrengend. So viele Höhenmeter. Bei dem Wetter, ja. Und zum Schluss dann noch wieder durch den tiefsten Wald, über Schotter. Da habe ich mich wieder echt lost gefühlt. Vor allen Dingen, weil ich heute Morgen festgestellt habe, dass ich mein Multitool gar nicht dabei habe. Was nützt mir der beste Schlauch zum Wechseln, wenn ich das Hinterrad nicht rausbekomme? Ich habe es wahrscheinlich in Arnoldstein vergessen im Auto, weil ich mit dem Schloss rumhantiert habe. Aber ich war auch im Baumarkt und habe mir jetzt ein neues besorgt. Jetzt kann es morgen ein bisschen besser und ein bisschen ja, sicherer losgehen oder mit einem sichereren Gefühl. Ja, morgen legen wir noch eine Schippe drauf. Morgen werden es sogar 80 Kilometer, aber das ist dann auch die längste Tour. Danach werden sie wieder kürzer. Morgen geht es nach Nova Gorizia. Das liegt direkt an der italienischen Grenze. Ich lasse mich überraschen. Ne? Frisches Multitool, kann ja gar nichts mehr schief gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, das Wetter wird morgen besser. Also wenn ihr mal so schaut, ja, ist grenzwertig. Aber ich muss da jetzt nicht mehr raus, ne? Ich kann jetzt schön reingehen und ein bisschen chillen. Bis zum nächsten Mal. Und ach ja, ne? Hier abonnieren nicht vergessen, ne? Dankeschön. Bye, bye.